Das ist echt so. Wer wird das Ding hier nach Hause holen? Nur in Freiburg. Guck mal, wie locker er mit dem Ball umgeht. Echt so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind beim SC Freiburg, haben Yorick Ravet am Start, Franzose. Karol ist auch dabei. Servus, hi. Beim SC Freiburg, da kommen die Talente her, wechseln zu ja, guten Vereinen auf jeden Fall aus Deutschland, vielleicht auch Europa. Wir schauen mal, was du drauf hast. Du machst dich warm und dann geht's an die Challenge. Let's go! Wir stehen schon an unserer heutigen Challenge. Karol ist im Tor, Yorick ist ein offensiver Spieler, deswegen dribbeln wir durch hier die Menschgalle durch und haben danach einen Torabschluss. Derjenige, der die meisten Tore macht, gewinnt. Liegt dir das? Ist das was für dich? Ja, ist okay. Wir machen mal Schnick, Schnack, Schnuck, wir anfangen. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Okay. Wirst du anfangen? Ja, ich schaue anfangen. Er fängt an. Los geht's. Ja, schimmern noch ganz kurz, ich bin auch kalt. Achso. Okay, erster Schuss. Der ist gleich mal drin. 1-0. Darf ich gleich nachziehen, oder? Komm. Boah, ich bin halt kalt. Guck mal, ich hätte auch locker einen Monat lang Ad-Set-Einnahmen drauf wetten können, dass du zum ersten Mal drüber schießt. Ja, hey, ich bin noch kalt, Leute. Ich aber auch. Sind die Fenster da gesichert, oder? Ja. Weil sonst fliegt da gleich eins rein. Minus eins, oder? Minus eins, Hoben. Ach, das ist immer bei euch so, ne? Ja, normalerweise. Ja, okay, das schauen wir mal. Ja, du kannst gleich starten. Okay, 1-0 bzw. 1-1. Oh, schön, Karol. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, dass der Rasen so leicht feucht ist. Ja, ja, für dich schon. Aber Fabi schießt eh hoch. Halt den. Okay, weiter geht's. Schön, Karol. Komm, Fabi, komm. Hol dir dein Tor. Hast du dich verdient, komm. Ja. Nein! Okay, 1-1. Ausgleich schaffen. Jetzt, jetzt gleich da aus. Oh, Ansage. Ja, da ist er. 2-1. Wow! Außenriss. Karechma! Außenriss. Karechma, bist du? 2-2, Ausgleich. Als ob. Wow! Los, Alter! Was für ein Tor! 3-3. Yes. Oh mein Gott. Pressure. Wenn Karol, du bist da. Wenn ich verliere, dann gegen den Profi. Auge. Da muss ich nicht hinhechten. Ihr kennt mich, Jungs. Ja. Auge. Gut kalten. Ja. Halt immer. Ich würde. 4-3. Jetzt muss ich fast ein Tor machen. Ja. Komm, Fabi, hol dir das Unentschieden, komm. Jetzt vielleicht ist es fertig. Jetzt hast du die Chance. Schon? Kannst 5-3 machen. Okay. Fabi, komm für dich, halte ich den. Bitte. Jawohl. Sehr schön. Hier ist es im Übertrag. Ja, das war aber nicht regelkonform. 4-4. Jetzt machst du es. Ja. 5-4. Okay, Trick am ersten. Kommt man vorbei. Ja, unser Torwart ist gut. Okay, also ich kann es beenden. Bist du jetzt auf seiner Seite? Ich habe mich umentschieden. Ich bin ein eigenes Königreich. Ach so, okay. Ich allein gegen euch beide. Ja, okay. One Man Army nennt man sowas. Oh. Nee. Alter, 4-4. Spannung pur. Das ist echt so. Wer wird das Ding hier nach Hause holen? Du in Freiburg. Guck mal, wie locker er mit dem Ball umgeht. Das ist echt so. Er tanzt mit dem Ball. Ah! Minus 4. Minus 5. Boah! Boah! Er macht einfach zwei Winkelschüsse. Ja. Hat Spaß gemacht.
Kurzes Fragengeballer mit Jorik steht an. Ich stelle dir kurze Fragen, du gibst eine kurze Antwort. Was ist dein Lieblingsverein? Juventus Turin. Lieblingsspieler? Zidane. Lieblingstrainer? Zidane. War klar. Lieblingsessen? Meine Frau macht's super. Was gibt's da? Alles. Leibgericht? Alles gut. Lieblingsposition? Offensivspieler. Lieber Tore schießen oder lieber verteidigen? Ah, Tore schießen. Lieber Vorlage oder lieber Tor? Vorlage, okay. Top. Gutes Schlusswort. Ja. Danke dir. Danke dir. Entschuldigung für meine Deutsch. Das war die erste Challenge mit Jorik Gravé. Ich habe gewonnen. Gibt's auch mal. Hat's dir Spaß gemacht erstmal? Ja, aber. War gut, oder? Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Da gibt's wieder eine Challenge gegen ihn. Karol, komm. Oh, was macht er jetzt? Unsportlichkeit. Das solltet auf jeden Fall dabei sein. Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Du kannst noch deinen Instagram-Account sagen. Wie heißt du bei Instagram? Ich denke, es ist Joravetzen. Ihr werdet ihn auf jeden Fall finden. Da vorbeischauen, Kickbox auf Instagram. Das war's von uns. Wir sehen uns am Donnerstag. Bis dahin. Ciao. Ciao.